und herzlich willkommen bei den Tommys. Wir machen heute eine asiatische Suppe, eine Ramensuppe. Mit Entenbrust auf dem Monolith. Wie das geht? Zeigen wir euch. Für unser Süppchen brauchen wir folgende Zutaten. Wir haben hier eine Entenbrust, Lauchzwiebeln, Bambussprossen, Sesam, ein Pak Choi, blanchiert ist alles hier schon, die Zuckerschoten, die Möhren. Dann haben wir zwei Eier vorgekocht, vorgekochte Mienudeln. Zur Würzung nehmen wir die Miso-Paste, etwas Salz von Big Mike's, grobes Meersalz, vom Tino von Grill5O. Hat uns mitgeschickt. Vielen Dank, Dino, wir testen das mal von deiner Ölmühle. Hier haben wir einen Fond, einen Entenfond. Haben wir schon mal vorbereitet gehabt, von Weihnachten noch, von den ganzen Entenkleien. Und der Monolith läuft. Los geht's. Kurz zum Setup. Wir haben vom Firebot die Pfanne drin. Hier haben wir die indirekte Seite für unseren Topf. Den stellen wir schon mal mit drauf. Kann die Brühe schon mal warm werden. Wir bereiten unsere Entenbrust vor, dafür ritzen wir uns schön die Haut ein, damit man keine Verspannung hat. Wir braten unsere Entenbrust ganz klassisch im eigenen Fett. Also wir legen sie schön auf der Hautseite. Man kann die erstmal anziehen, das Fett kann austreten. Dann wollen wir heute unserem Fleisch noch ein kleines Raucharoma verpassen. Dafür nehmen wir diese Pellet, die Hickory Pellet. Monolith hat natürlich eine Rauchfunktion. Können wir schön hier reinschieben. Genau. Ausziehen. Zack. Und wie ihr seht, der Rauch entwickelt sich schon. Schließen den Deckel, damit wir auch das Aroma ins Fleisch kriegen. Das Fett ist schön ausgetreten. Jetzt drehen wir mal uns da hinten Brust. Und haben eine super Farbe. So, wir messen mal unsere Temperatur bei 23 Grad. Wir nehmen es raus, legen in die indirekte Zone und dann ziehen wir es bis auf 55 Grad. So, jetzt nehmen wir das gute Sesamöl, gießen das mit zu dem Entenfett und dann grillen wir jetzt unser Gemüse leicht an. Wirklich nur die Spitzen. Als erstes werden wir jetzt mal unsere Suppenbrühe noch mit dieser Miso-Paste würzen. 500 Milliliter, ein Teelöffel Miso-Paste. So, wir messen mal die Entenbrust. 52, knappe 53. Können wir sie gleich runternehmen, da zieht es noch ein bisschen nach. So, die Miso-Paste ist im Fond so ziemlich komplett aufgelöst jetzt. Können wir sie runternehmen, oder? Können wir sie runternehmen, genau. So, dann bauen wir mal unsere Rahmsuppe zusammen. Dann teilen wir unsere Nudeln auf. Gießen wir das mit dem Fond auf. So, jetzt verteilen wir unser Gemüse, fangen mit unserem Pak Choi an. Jetzt schneiden wir unsere Entenbrust auf. Schöne, zarte Tranchen schneiden. So, und jetzt platzieren wir einfach schön unsere Tranchen und jetzt noch unser Ei dazu. Als Finish. Kommt jetzt noch unser Sesam oben drüber. So, sollte reichen, ne, Thomas? So, Picasso, ich komme rüber. Verkostung, du Rabenkönig. Ich bin gespannt. Ich auch. So, Prost. Boah, Smoke ist dran. Das Gemüse ist knackig. Geil. Leute, da steht echt Energie drin. Also, was Gesundes, was Einfaches. Boah. Ist der Rauch kommt hier durch. Brühe hat eine angenehme Schärfe und bringt doch schön Aroma rein. Also, vom Geschmack her, alles dran. Machen Sie wohin. Nur geiler. Und ich brauche jetzt einen Löffel.